Hallo. Hi, wir sind Anja und Ilan. Wir haben es heute mal bei Tageslicht noch geschafft. In der letzten Woche ging es ja darum, dass wir euch ein bisschen gezeigt haben, wo unsere Wasserleitungen entlanglaufen sollen. Und da kam unter anderem auch die Frage, warum überhaupt Wasser führen? Das ist doch viel schwerer. Das möchten wir heute nochmal aufgreifen. Zwei Systeme, also gerade auch Luftheizung und Warmwasserheizung, miteinander vergleichen. Und legen los. Wir haben uns natürlich dem Thema erstmal so angenähert, indem wir uns erkundigen wollten bei einigen Tiny House Besitzern und Tiny House Bauern. Und einige sagen, oder die meisten verbauen ja die herkömmliche Haustechnik in ihre Tiny Häuser und sagen, damit sind sie bestens bedient. Andere sagen wiederum, das wäre überdimensioniert, diesen Bedarf hat man gar nicht, diese Leistung braucht man auch gar nicht. Wir setzen eher auf Campingtechnik, dann schreien die anderen wieder auf, Campingtechnik wäre aber unterdimensioniert. Kernaussage hier ist, dass wir uns erstmal dann gesagt haben, okay, ermitteln wir doch mal den Wärmebedarf. Welchen Wärmebedarf haben wir denn eigentlich hier in unseren vier Wänden? Und haben dann irgendwie eine Seite im Netz gefunden, nur als Orientierung, und unsere Dämmwerte mal eingegeben, die wir haben, die ja auch einiges besser sind als ein herkömmliches Wohnmobil oder ein Reisemobil. Mit Fensterflächen, die bei uns ja recht groß sind. Ja, ja. Und sind auf so auf einen 70er-Jahre-Bau gekommen von den Dämmwerten und auf einem Wert von 100 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, wir benötigen hier für die Fläche von 19, knapp 20 Quadratmeter, die wir hier unten haben, knapp 2 Kilowatt. Aber man muss es dann ja nochmal auf die einzelnen Räume splitten. Mit diesem Wert konnten wir zumindest schon mal was anfangen. Und zwar haben wir uns dann die Datenblätter der Campingtechnik-Heizsysteme mal so angesehen. Einfach schon aus dem Grund, weil man sich entscheiden kann, heize ich mit Gas oder heize ich mit Elektro. Also quasi, es geht hier in diesem Fall um Kombi-Heizsysteme. Und deshalb waren diese nie ausgeschlossen, ganz im Gegenteil, sie waren eigentlich immer unsere erste Wahl. Gerade auch, weil wir ja den Fokus eher auf Mobilität gesetzt haben, auch hier in unserer Bauweise, und uns der Linie eigentlich treu bleiben wollten. Ja, gerade wenn wir irgendwann vielleicht oben eine PV-Anlage haben und dann eigenen Strom auch erzeugen können, dass wir dann individuell sagen können, hey, in den Sommermonaten oder da, wo wir genügend Sonneneinstrahlung haben, können wir auch bei der Versorgung, ob es nur um warmes Wasser geht auch, können wir auf Elektro umschalten, und im Winter oder wenn es oben von der PV-Anlage nicht ausreicht, schalten wir auf Gas um. Und wir wollten einfach diese Flexibilität, und demnach waren auch reine Elektroheizungen, auch wenn sie preislich und vom Gewicht sehr attraktiv sind, relativ schnell raus. Ne? Ja, demnach kamen für uns zwei Heizsysteme in Frage. Ne? Einmal das System von Truma, damit haben wir uns gerade am Anfang auch mehr auseinandergesetzt, und dann später mit Alde. Die haben ja beide ihre Vor- und Nachteile. Und was man vielleicht zur Truma grundsätzlich sagen kann, wir gehen hier jetzt auch nur von den Kombigeräten aus, haben noch keine eigene Praxiserfahrung damit und uns eher die Erfahrung und das Feedback aus dem Netz und aus verschiedenen Foren gezogen. Also das bitte nur mit Vorbehalt. Der Vorteil von der Truma grundsätzlich, von diesem Kombigerät, die auch im Mischbetrieb laufen können mit Gas-Elektro, ist einfach, dass sie in der Anschaffung günstiger sind, dass das System durch die Luftheizung leichter ist und ja, die Aufheizung an sich schneller erfolgt, weil sich Luft schneller aufheizt als Wasser. Als Nachteil ist es aber so, dass man eher eine punktuelle Wärme erzeugt, abhängig davon, wo welche Gebläse sitzen, und man eben verhältnismäßig eine etwas trockenere Luft hat. Die wird auch aufgewirbelt. Ne? Ja, die wird aufgewirbelt, und da war es ja bei dir relativ nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt, weil ich sowieso schon Allergiker-Tendenzen habe. Ja, und wenn dann noch der Staub aufgewirbelt wird, das war dann für uns schon ein großes Argument, auch zu sagen, hey, das müssen wir ernst nehmen, das wäre total ärgerlich, wenn wir wirklich in den Monaten, wo wir auch heizen, nur Probleme haben, oder Ilan vielmehr, mit der Luft, das wäre total doof. Gerade aus so kleinem Raum. Ne? Ja. Und dann ging es eigentlich gleich weiter, dass wir geguckt haben, okay, wie schaut es denn mit der Alde aus? Die können wir auch mit Strom oder mit Gas betreiben für Warmwasser und Heizung. Und da ist es im Prinzip wie bei einer klassischen Zentralheizung zu Hause so. Man hat den Brenner, das Wasser wird erwärmt und mit Hilfe einer Pumpe dann an die Konvektoren, also Heizkörper, weitergeleitet. Und es gibt natürlich bei beiden Systemen auch die Möglichkeit, dann noch eine Fußbodenheizung zuzuschalten. Kombinierbar, ne?
kombinierbar. Was für uns einfach wichtig war, ist die gleichmäßige Wärmeverteilung, eben dieses wohlige Gefühl und diese Wärme zu erreichen, wie man es von zu Hause kennt. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile, denn das System ist alleine dadurch, dass es wassergeführt ist, etwas schwerer. Gerade wenn man mobil sein will, ist es natürlich ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Die Anschaffungskosten sind etwas teurer. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Wärmeverteilung, dieses Wohnlichkeitsgefühl und eben nicht diese trockene Wärme für uns ein wichtiger Aspekt waren, dann zu sagen, das könnte wahrscheinlich eher unser System sein. Klar kam auch Elektro mit ins Spiel, also Infrarotheizsysteme. Ob wir das ergänzen dann mit einer Elektro-Fußbodenheizung oder dann doch bei dem wassergeführten System bleiben. Wir haben uns da eigentlich auch immer schon mit für das wassergeführte System entschieden, einfach vom Wohnklima her und von der Tatsache, dass wir Elektroheizungen einfach als nicht sehr autark betrachten, weil wir ja den Strom auch erzeugen müssen. Und wir bei den Sonnenstunden oder zumindest hier in Deutschland einfach nicht unseren Bedarf ausreichend decken können, gerade nicht bei unseren Küchengeräten. Und jetzt kommt ja noch der wichtigste Punkt meines Erachtens, dass diese Kombigeräte ja beides können, Gas und Elektro. Und diesen Vorteil wollten wir uns einfach nicht zunichte machen, indem wir sagen, wir installieren hier eine reine Elektro-Fußbodenheizung und wählen dann eben über Konvektoren ein wassergeführtes System. Weil wir dann ja wieder den Strom zahlen müssen. Warum nicht beides kombinieren? Und dann immer noch die Freiheit haben, heize ich jetzt mit Elektro oder heize ich mit Gas? Die Freiheit haben wir ja bei diesem System. Also die schafft immer noch 3 Kilowatt rein über Elektro. Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass wir in unserer Grundrissplanung, wenn ihr da zufällig unser Video schon gesehen habt, ansonsten blenden wir euch das nochmal ein, hatten wir gar nicht eingeplant, eine Fußbodenheizung einzubauen. Und demnach würde dann bei uns jetzt auch gerade hin zur Doppelflügeltür, zu unserer Haustür, ein Höhenunterschied entstehen. Also wir müssten abwägen, was ist leichter, was ist günstiger, was ist gegebenenfalls teurer, hat aber wiederum andere Vorteile. Gibt es gesundheitliche Einschränkungen? Wie lässt sich das Ganze verstauen? Wir haben ja bei dem Truma-System durch das Luftgebläse vielleicht weniger Leitungen, die wir hier verlegen müssten. Auch das spielte noch eine Rolle natürlich. Am Ende haben wir uns dann tatsächlich für die wassergeführte Option entschieden. Also wir liebäugeln damit, solange jetzt nicht noch alles schief geht. Ein Profi kommt, der sagt, nein, das könnt ihr nicht machen. Ja. Aber das war natürlich, das war das, was wir eben abwägen mussten. Und dann kam natürlich noch Input seitens deines Onkels, der hier war. Und ich meine, bei dir jetzt in der Familie haben sich ja alle ihre Häuser selber gebaut tatsächlich, haben dann auch ihren Input mit beigesteuert und da gab es auch interessante Punkte wie, warum nutzen wir denn nicht dann die Fußbodenheizung als Zwischenraum, um die Kabel, die wir ja eingangs hier hineinfräsen wollten in das Ständerwerk, was sich ja auch eben anbot, ich zeige das vielleicht nochmal ganz kurz, dass wir hier eben die Kabel hineinfräsen oder eben durchbohren, was relativ schnell raus war, weil wir hier mit dem Bohrer nicht so gut durchkommen. Dann haben sie halt gesagt, warum nutzt ihr denn nicht den Aufbau der Fußbodenheizung und lasst dann hier eben im Zwischenbereich zwischen dem Ständerwerk und dem Aufbau der Fußbodenheizung noch ein bisschen Platz und verstaut dort dann eben die Leitungen, was natürlich auch sehr sinnvoll klang. Entweder das oder aber auch als Sockellösung, dass man sagt, man hat hier eine Sockelleiste, die etwas davor steht und dann kam wieder unser Einwurf, ja, aber das ist ja auch Platz im Innenraum, der uns ja dadurch verloren geht. Ja, das muss man halt eben abwägen, aber das mit dem Fräsen ist jetzt natürlich auch nicht unsere erste Wahl, weil wir das jetzt, so wie es sich herausstellt, auch alles selber machen müssten. Eingangs war es aber immer schon so geplant, dass wir diese Zwischenräume auch dazu nutzen, die Kabel und Leitungen und alles, was wir eben nicht sehen wollen, zu verstecken und trotzdem den Luxus zu haben, jederzeit ranzukommen. Ob es jetzt eine abnehmbare Wand ist, über Magneten oder Klett oder wie auch immer, dass man eben immer Zugang hat. Das sahen wir als sehr, sehr wichtig. Dann kam wieder der Einwurf mit der Isolierung der Leitungen und spätestens da wäre dann eben das Fräsen oder das Bohren schon raus gewesen. Weil die ja noch dicker werden. Was wir auch noch mal ganz kurz zeigen können, ist der mögliche Höhenunterschied, wenn wir uns für die Fußbodenheizung entscheiden. Und zwar ist das hier unten. Denn hier hatten wir eigentlich bei unserer Grundrissplanung das so eben mit angegeben, dass wir
lediglich den Höhenunterschied für unseren Bodenbelag haben, denn theoretisch bräuchten wir hier gar nichts mehr drauf. Wir möchten aber so gerne einen Korkboden, im Moment zumindest, auch ausrollen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir uns für die Fußbodenheizung entscheiden, dann haben wir tatsächlich echten Aufbau und müssen wahrscheinlich auch mit einer Leiste arbeiten oder die Fußbodenheizung etwas versetzt starten lassen. Also ja, da ist Umdenken gefragt und für uns aber eigentlich der Kompromiss. Für Ilan ist es nochmal schwieriger, weil er einfach so viel größer ist als ich mit 1,90 und gerade im Badezimmer, wie wir ans Limit kalkuliert haben, ob er jetzt unter der Dusche steht oder wie auch immer, wird das schon eng. Wir sind aber eigentlich froh, dass der Prozess jetzt so lange gedauert hat, weil wir dann auch spüren konnten, wie kalt der Boden sein kann, um dann auch wirklich die Entscheidung zu treffen, hey, Fußbodenheizung, wenn wir es machen können, dann am besten jetzt. Ja, das war es eigentlich schon als Update aus dieser Woche, ne? Das sind so die Gedanken, die uns gerade umtreiben, die Gedanken, die uns gerade auch so ein paar Haare kosten, die wir nicht mehr haben. Nee, ja. Wir haben ja auch noch keinen Versorgungstechniker gefunden jetzt in der vergangenen Woche. Wir sind ja immer live und up to date im Prinzip. Wir produzieren im Moment gar nicht vor und hoffen einfach noch in diesem Jahr einen Versorgungstechniker zu finden, die scheinbar alle bis Ende des Jahres schon komplett ausgebucht sind. Es ist eine Katastrophe, aber wir müssen das ja inzwischen positiv sehen, nutzen den Moment, Themen oder Entscheidungen nochmal neu zu beleuchten, zu hinterfragen, bei der Holzermittlung weiterzumachen oder eben auch nochmal auf eure Fragen einzugehen, wie jetzt in diesem Video. Also nutzt die Kommentarfunktion gerne, stellt uns eure Fragen. Oder euer Feedback. Oh ja. Das nehmen wir natürlich auch mit auf. Also wenn ihr da auch noch ein paar Gedankengänge zu habt. Abonniert unseren Kanal. Gerne. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.